Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Quest of Gold in dem Level Voodoo Magic in Martinique. Martinique unter Wasser, tief in den Tiefen der Meere. Wunderschöne Fische und Wasserpflanzen. Schön. Aber hier müssen wir leider jetzt raus, weil so tief unter Wasser sind wir gar nicht. Wir sind zwar schon tief unter Wasser, das ist ja in den Tiefen der Meere dieser Voodoo-Tempel. Aber wir haben in den Tiefen der Meeren im Tempel einen kleinen, ja, was ist das, ein Teich, ein See, einen kleinen Wasserplatz. Wie bezeichnet man denn sowas? Ein Aquarium, ein offenes Aquarium, wo Lara drin rumschwimmen kann. Bei schönen Fischen. Naja, jetzt wollen wir aber nicht die Fische begutachten, sondern rausgehen durch die Klapptüren, die uns zermalmen wollen, um da durch die Tür zu kommen, die wir durch das Aquarium, nenne ich es jetzt, das Voodoo Magic Martinique Aquarium, geöffnet haben. So, und da gehen wir jetzt durch und sterben. Genau. Und nochmal, weil es so schön war, das passt auch zum Voodoo-Thema, das Blut, was spritzt, wenn Lara in den Klapptüren stirbt. Und alle guten Dinge sind drei. So. Und das hat geklappt. Ich glaube, dass jetzt hier wieder so ein Gegner kommt. Ich habe das nämlich gehört, als ich den Schalter gezogen habe. Oh oh. Das klingt eher nach Tomb Raider 2 Gegnern. Aber das ist wieder so ein Voodoo-Geist. Zwei sogar. Wollen wir jetzt mal mit dem Gewehr hier. Da haben wir nämlich ein paar Schuss drauf. Die sind ziemlich passiv, die schießen ja kaum. Oh ja, die haben nämlich die Schlüssel für uns, oder einen zumindest. Vielen Dank. Ach nee, der kommt dann hier wahrscheinlich rein. Alles klar. Und Uzi-Munition, das ist ja nett. Dreifache Ausfertigung. Ja, perfekt. Guck mal, wie grün die schillern. Seht ihr das? Voll die Neon-Munition. Liegt hier noch mehr Munition? Oder sind hier nur die Säulen drin? Nur die Säulen. Aber das hat sich ja gelohnt. Dreimal Uzi-Munition. Ich würde sagen, die sparen wir uns mal so ein bisschen auf, dass wir so richtig viele Schuss haben und dann benutzen wir die mal so richtig, um die Gegner abzuknallen damit. Die macht erst richtig Spaß, die Uzi, wenn man auch ein paar Schuss drauf hat. Okay, was müssen wir jetzt hier tun? Ich würde jetzt einfach mal diesen Schlüssel einsetzen, mal gucken, was passiert. Der Voodoo-Key natürlich, was sonst? Der öffnet... Okay, das hört sich nach einem neuen Gegner an, obwohl... Immer wenn man so einen Schalter drückt oder so eine Tür öffnet, Schlüssel einsetzt oder sowas, dann kommt meistens dieses Geräusch und es ist gar kein Gegner da. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal hier rein. Also das ist Voodoo-Blut, oder? Also das sieht wirklich sehr, sehr mysteriös aus. Schwarze Voodoo-Magie, Blut im Wasser. Und man stirbt sogar dran. Und es gibt, glaube ich, das nächste Level. Das ist komplett mit diesem roten Wasser, wo man brennt. Und das war ein total episches Level. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Freue ich mich drauf. Aber was soll uns das hier sagen? Ich glaube, hier müssen wir später was einsetzen, was jetzt noch nicht geht. Voll die Schlangenhautdecke hier. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Draußen der Kriechschacht bei dem Säbel oder der hier. Ich würde jetzt mal den nehmen, weil da kein Säbel ist. Und vielleicht kann man den Säbel ja abstellen, dass man da besser irgendwie langkommt. Da kommt man, glaube ich, von hier schlecht hin. Da gehen wir mal hier lang. Hier ist auch Wasser, das sieht freundlicher aus. Ja, das überlebt man wenigstens hier in dem Wasser. Das ist nett. Hier sind ein paar Säulen.
Und noch mal so ein Block zum Hoch- oder Runterfahren, aber. Und eine Tür. Also hier auf das Wasser werden wir auf jeden Fall noch mal zurückkommen. Jetzt ist aber erstmal hier nichts Wichtiges drin. Da klettern wir hier mal raus. Und spring doch mal da hoch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also nochmal hier raus. Und ich finde diese Wasseroberfläche immer noch voll schön. Ich finde, das hat echt voll was. So, jawohl. Da ist wieder ein Säbel. Aber da kommt man auch ziemlich gut dran vorbei. Den müssen wir ja nicht überqueren. Jawohl. Das hat geklappt. Besser als ich gedacht habe. Ich dachte, wir fackeln da jetzt erstmal gnadenlos ab, aber das war alles gut. Und jetzt kommt schon der nächste Säbel. Was machen wir hier? Eine Rückwärtsrolle? Jawohl. Stellen wir die Klapptüren schon wieder. So. Und jetzt wahrscheinlich darüber, hä? Ja, machen wir einfach mal jetzt das Feuer geradeaus. Und ich glaube, wir müssen ziemlich hoch abspringen. Und zwar so von hier, um da höher irgendwie zu landen, dass wir das drüben noch greifen können. Da ist nur die, na gut, jetzt brennt man natürlich. Was man sogar wegen dem Wasser da unten vielleicht sogar überleben würde. Ach so, funktioniert das. Okay. Ja, dann warten wir mal so lange, bis das Feuer aus ist. Ich meine, wir wollen ja jetzt nicht im Wasser landen, um uns auszulöschen, sondern hier rüberkommen. Okay. Hier kann man bestimmt hangeln. Oder auch nicht. Obwohl, das könnte schon gehen, wenn man jetzt hier rüberklettert. Hier hoch und dann von hier aus hangelt. Das könnte doch gehen. Testen wir es aus, dann wissen wir es. Jawohl. Ja, das passt. Dann kann man nämlich jetzt hier wieder hochklettern. Perfekt. Und von da weiterspringen. Und ich denke, wir machen mal eine Fackel an. Ich weiß wirklich nicht, wie viel ihr überhaupt seht im Internet, weil da ist es ja immer noch mal ein bisschen dunkler. Ist ja jetzt schon dunkel genug. Alles klar, Lara. Das wollten wir uns jetzt nicht so genau betrachten. Wir sind ja hier, um die Voodoo-Magic zu erleben und nicht deinen, ja, allerwertesten. Ich glaube, wir müssen am besten aus dem Stand hier draufspringen. Das machen wir jetzt mal. Ja, das müsste eigentlich gehen, oder? Oder hier mit Anlauf sogar. Das kann man nämlich auch machen. Hier so ein bisschen die Kurve ausnutzen für einen Anlauf. Genau, und dann nur noch stehen bleiben. Das wäre perfekt. Also nochmal diesen Anlaufsprung. Ja, fast. So, perfekt. Dann kann man nämlich von hier wunderbar, da hoch zwar noch nicht, aber hier rüber. Das ist schön so gefertigt, dass Alara wunderbar langhüpfen kann. Das ist gut. So, und jetzt ist natürlich nur die Frage, wo müssen wir von hier aus hin? Weil darüber würde keinen Sinn machen, weil wir da schon waren. Kann man von hier, ja, wahrscheinlich hier hoch. Oh. Da kriechen wir mal lieber. Und hier kann man dann wieder ins Wasser zurückplumpsen. Das ist doch schön. So, dann springen wir mal an diesen Schalter dran. Stoßen uns den Kopf dabei, genau. Ja, das ist ein bisschen, glaube ich, jetzt Friemelarbeit, an den Schalter dran zu kommen. Aber das dürfte gehen. Da ist halt so ein bisschen die Decke im Weg, was es nicht gerade einfacher macht. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Also, wenn es jetzt daran scheitert, dann weiß ich auch nicht. Das war doch schon mal ganz gut. Na, ein bisschen weiter nach rechts vielleicht. Jawohl.
So, was haben wir jetzt gemacht? Ah, hier, den haben wir hochgefahren. Das heißt, man kommt zurück wahrscheinlich, ne? Alles klar. Dann springen wir mal in den Schacht zurück. So. Das hätten wir also erledigt, aber noch nicht ganz, weil unter Wasser ist noch eine Tür, wo man noch durch kann. Die wollen wir nicht vergessen. Ach, hier kann man runterkriechen, das wusste ich gar nicht. Hört das auch mal auf? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, das müssen wir wahrscheinlich abstellen. Weil das geht nämlich immer los. Okay, das bringt nichts. Dann kriechen wir zurück. Wir haben ja auch noch die Stelle mit dem anderen Spalt, wo der Säbel davor war. Das können wir ja erst tun. Und hier lassen wir uns jetzt mal runter. Vielleicht haben wir ja durch diesen Schalter irgendwie den Säbel ausgestellt oder so. Kann ja alles sein. Also hier, das ist mir noch nicht klar. Da muss wahrscheinlich was eingesetzt werden. Ein Voodoo-Herz oder sowas. Hier, das ist dieser Säbel da. Aber da kommt man allemal, denke ich, rein. Und das ist der Ladebildschirm gewesen, oder? Da können wir jetzt mal hinspringen. Hier dran. Okay, oder auch nicht. Jetzt ist schon wieder mein Google-Assistent aufgegangen. Es gibt es einfach nicht. Nee, das geht, glaube ich, gar nicht. Man muss nämlich wahrscheinlich über dieses Tor. Also hier drüber muss man dann wahrscheinlich da rein gelangen. Das geht noch nicht. Da müssen wir nochmal hier zurück. Weil ich glaube, hier haben wir noch was nicht erledigt. Dann springen wir mal hier rüber. Nochmal. Aber hier kann man nichts tun. Da geht noch nichts. Wahrscheinlich haben wir vorhin was in dem Raum übersehen, so durch die Schnelle. Also nochmal zurück, Marsch, Marsch. Und gucken, was wir da jetzt übersehen haben. Also hier nochmal rein mit uns. So, den Block haben wir hochgefahren. Und die Tür ist noch zu. Es sei denn, Lara macht die irgendwie mit den Händen auf. Das kann sie ja auch manchmal. Dass das so eine Tür ist. Jawohl, alles klar. Ja, das passt doch. Okay, dann können wir hier durchtauchen. Okay. Ein Hebel. Gut, dass wir abgetaucht haben. Der macht vielleicht das Feuer aus. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er irgendwas gemacht. Das ist gut. Und, der hat das Gitter aufgemacht, dass wir überhaupt irgendwie weiterkommen können. Aber das ist ja nett, dass hier überhaupt ein Luftloch ist. Sonst wäre man gestorben, wenn man den Schalter nicht rechtzeitig gefunden hätte. Aber wir haben ihn gefunden, dadurch können wir jetzt hier wunderbar durch das Tor tauchen. Und vielleicht kommt man da zu diesem Stein, der irgendwie das Feuer ausmacht oder die Tür öffnet bei dem Säbel, um in den Hauptkomplex zu kommen. Der gerade auf dem Ladebildschirm war. Ah, okay, ich habe nicht gespeichert, ich verstehe. Okay, dann halt nochmal. Aber war ja alles nicht so wild. Hier nochmal lang. Da rein. Und zurück ins Wasser. Und dann sehe ich auch, dass die Folge schon wieder langsam Richtung Ende geht. Das heißt, wir sehen uns dann hier unter Wasser dann in der nächsten Folge wieder. Aber die Tür machen wir jetzt schon nochmal auf. Ich meine, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Es ist erst 14 Minuten und auf meiner Uhr 45 Sekunden. Ich weiß aber nicht, wie sehr die mit der YouTube-Uhr übereinstimmt. Weil ich ja nicht immer an der Sekunde genau stoppen werde.
Aber jetzt sind wir bei 15 Minuten und da machen wir jetzt auch regulär Schluss und sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.